gespannt, was wir heute machen. Ja, wir haben mal die einmalige Gelegenheit, dass wir uns die Pharmazie anschauen können. Und ich sehe, Sie haben ja was dabei. Ja, ich habe ein Virus mitgebracht. Das trifft sich wunderbar, weil wir wollen uns heute ein bisschen über Infektionskrankheiten unterhalten. Und ich wollte Ihnen ja zeigen, was wir hier haben. Wir haben hier zum Beispiel rote Blutkörperchen, die sind ja wichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Ja, die sehen aus wie so kleine rote Frisbee-Scheiben, finde ja, ich. Weil die ja ihren Zellkern verloren haben, die kleinsten Zellen, die es gibt. Und hier die weißen Blutkörperchen. Die ein bisschen größer sind als die roten. Die sind ja total wichtig für die Immunabwehr bei uns. Also wenn irgendwelche fremde Krankheitserreger in unseren Körper kommen, zum Beispiel auch das Coronavirus, dann brauchen wir die weißen Blutkörperchen unbedingt zur Abwehr. Wir gehen jetzt in den Bereich der Infektionskrankheiten und dort kann ich Ihnen ein bisschen was sagen, auch gerade zu den historischen Gegebenheiten, die wir hier darstellen, aber auch mit den aktuellen Bezügen, gerade jetzt zu Corona. Ja, denn wir haben natürlich die Situation, Sie merken es ja selber, wir halten den sozialen Abstand ein. Alles Maßnahmen, die uns jetzt sagen, verrückt und neu vorkommen und alle sind sagen, verwirrt. Man muss sagen, es ist eigentlich für München überhaupt nicht neu. Ich trage ja schon die ganze Zeit das Buch mit. Und ja. Das habe ich mir heute gerade erst aus der Bibliothek noch mal kommen lassen. Das ist eben hier von Herrn Max von Pettenkofer. Die Verbreitungsart der Cholera steht genau. Da. Genau. Und zwar ist es der erste vorläufige Bericht zur Cholera, die 1854 in München ausbrach. Was er dann vorschlug als Maßnahmen, das ist das, wovon wir heute noch profitieren in München, waren eben drei wichtige Dinge, die er durchsetzte und wo er auch lange brauchte, bis es umgesetzt wurde. Das war sauberes Trinkwasser. Die zweite Maßnahme, er hat eben dafür gesorgt, dass München dann eben eine vernünftige Kanalisation bekommt. Wovon wir heute ja immer noch profitieren. Eben, also. Die Münchner Kanalisation, so wie es Pettenkofer geplant hat, ist heute noch in Betrieb und wird nur erweitert und gepflegt. Die dritte wichtige Maßnahme, die haben wir heute ja auch noch, war ein zentraler Schlachthof. Oh, okay, warum das? Der zentrale Schlachthof war insofern wichtig, weil früher jeder Metzger in München, auch in der Innenstadt, hat selber geschlachtet. Ja, sehr sinnvoll, wenn man dran denkt, dass das Coronavirus ja auch von einem Tier auf Menschen übergesprungen ist. Irgendwo in China vermutet man auf den Märkten, wo eben auch noch ganz viele Tiere so zusammen mit Menschen waren. Also das ist eigentlich sehr revolutionär, es ist so das Denken. Unglaublich modern. Das hängt mit dem nächsten Exponat zusammen, was wir hier haben. Hier geht es auch bei dem Schild um Hygienemaßnahmen. Hier geht es darum, dass man eben nicht, dass die Leute aufgefordert werden, bitte nicht auszuspucken und alles und schon gar nicht auf dem Boden. Und das Zweite, was wir hier sehen, das Blaue, das ist ein sogenannter blauer Heinrich, ein Taschenspucknapf. Ah, ich glaube, da habe ich mal einen Film drüber gesehen. Thomas Mann Zauberberg, glaube ich. Da haben die Leute in diese Spuckeimer quasi reingespuckt, oder? Das wäre heute sehr unhöflich. Aber damals war das wahrscheinlich sehr höflich. Also das war eine Revolution eigentlich, weil was man da sagen kann, der Tuberkuloseerreger, die Entdeckung des Tuberkuloseerregers, war eben ein Glanzpunkt eigentlich in der Medizin. Ja. Robert Koch, der eigentlich zuvor schon den Milzbanderreger entdeckt hatte und dann eben nach Berlin kam und im Kaiserlichen Gesundheitsamt arbeitete, dem ist es gelungen, den Tuberkuloseerreger zu entdecken. Und er hat den 1882 vorgestellt. Konnte der den schon sehen? Irgendwie? Ja. Ja, einem Mikroskop? Mit einem Mikroskop. Der hatte den isoliert. Mhm. Und die Besonderheit ist, es ist ein extrem schwer anzuzüchtendes Bakterium. Es dauert Wochen, bis es ordentlich wächst. Genau, also wenn man das mal gemacht hat oder es gesehen hat. Wir haben immer gesagt, das ist das Wachsbakterium, weil das hat so eine dicke Wachsschicht außenrum. Genau. Und deswegen ist es auch ganz schwer anzufärben. Ist es ganz schwer anzufärben, ja, genau. Als Berlin war so ein, kann man schon sagen, so ein Hotspot, weil es war eben Paul Ehrlich vor Ort, es war Virchow da, als so ein, der große Kenner der Zelle und eben auch Emil von Behring. Und was er eben machte, er entwickelte als erster tatsächlich eine Therapie, eine erfolgreiche Therapie gegen eine Infektionskrankheit, die damals ja ganz schlimm war, die Diphtherie. Die Diphtherie, ja. Und später eben auch gegen Tetanus. Da kann man ja heute auch impfen dagegen, gegen die beiden Krankheiten, genau. Das können wir uns anschauen. Nicht schlecht, hier. Ja. Genau, was wir hier haben, ist eben sagen, das Heilmittel von Emil von Behring, das Diphtherie-Heilmittel. Es ist leider dieses kleine Fläschchen, so ganz unscheinbar. Tatsächlich war das eine Revolution, weil dieses Heilmittel hat tatsächlich viele, viele Menschenleben gerettet. Weil was er damals gemacht hat, ist sozusagen, er hat erkannt, dass bei der Diphtherie, die eine damals sehr schlimme Krankheit war, ausgelöst durch ein Bakterium, viele starben. Ja, die haben so Luftnot bekommen und sind erstickt. Ne? Genau, also haben so einen richtig angeschwollenen Hals bekommen. Ja, und das nannte man auch den Würgeengel, so sagen war es. Ja. Das ist eben ganz furchtbar gewesen. Und er hat das Gift isoliert, der Bakterien, und hat es in Tiere injiziert. Ja, hier steht, glaube ich, auch Diphtherie-Serum vom Pferd.
Genau. Er hat das in einem Pferd einfach reingespritzt. Das war hier ein Pferd und tatsächlich das Pferd hat dann Antikörper dagegen entwickelt. Diese Antikörper hat er isoliert, was eine unglaubliche Leistung war für die damalige Zeit. Das ist ungefähr 1890 und hat dann eben tatsächlich mit diesen Antikörpern, wenn man die wieder Erkrankten spritzt, konnte die heilen. Das ist quasi die passive Impfung. Genau, und das ist genau das, was man jetzt ja gerade probiert. Man sucht Leute, die infiziert sind mit Corona, die Krankheit überstanden haben und Antikörper haben. Man sucht die Antikörper zu isolieren und dann schwer Erkrankten zu geben und hofft, dass diese Antikörper dann die Coronaviren quasi abfangen. Genau. Und unschädlich machen. Übrigens, wenn wir uns anschauen, was wir hier zu Viren haben. Ja, das sollten wir gleich mal machen. Es ist ja auch deswegen so schwierig, so ein Heilmittel gegen Viren zu finden, weil die ja ganz anders aufgebaut sind als Bakterien. Wir haben das hier ja auch exemplarisch aufgezeigt. Ich habe auch eins mitgebracht, habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Hier ist es tatsächlich so, die Hülle ist ja natürlich der ideale Angriffspunkt. Das ist der ideale Angriffspunkt, auch für einen Impfstoff unter anderem. Wenn man da an die Entwicklung denkt, dann wäre das doch ein idealer Zielpunkt, dass man so ein einzelnes Oberflächenmolekül hat. Genau, wenn man hier sowas nehmen würde und würde das spritzen, dann hätte man im Idealfall dann tatsächlich etwas, worauf der Körper reagieren kann und Antikörper bilden kann, ohne dass die Krankheit ausgelöst wird. Was können wir denn jetzt für heute mitnehmen? Das Museum lehrt uns ja vor allem auf die Vergangenheit zu schauen. Und was wir lernen ist, dass eigentlich solche Epidemien, die uns jetzt sozusagen sehr, sehr erschrecken und uns zu Maßnahmen zwingen, die wir auch für uns alle ungewohnt sind, dass es erstens nichts Neues ist, die Geschichte wiederholt sich oftmals. Wiederholt sich, ja. Und vor allem, dass die Medizin daraus viel, viel Neues lernt und vor allem kann auch eine Gesellschaft viel lernen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Das freut mich.